Herr Dr. Lukas Rüber, Kurator für die sogenannten niederen Wirbeltiere, also für die Fische. Nein, stimmt gar nicht, er ist Kurator für die Fischblätzchen. Noch einmal. Dr. Lukas Rüber, der noch einmal. Und im Rahmen dieses Projekts gelangten nicht weniger als 11.000 Süßwasserfische aus der Schweiz in unsere Sammlung. Damit haben wir jetzt die größte Schweizer Fischsammlung überhaupt. Und was wollt ihr jetzt noch sagen? Scheiße. Der Welt. Das größte Schweizer Fischsammlung der Welt. Ja, die größte Schweizer Fisch. Das ist idiotisch. Für eine Mauer, ja. Also gut. Im Rahmen dieses wissenschaftlichen Projekts gelangten 11.000 Fische in unsere Sammlung und dann. So ein Blöd, das hättest du nicht sagen sollen mit der weltweit größten Schweizer Fischsammlung. So ein Schaus. Die weltweit größte Schweizer Fischsammlung, das ist so blöd. Der Anfang war super. Lass mal das mit der weltweit. Ja, damit haben wir jetzt die größte Sammlung. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich muss lachen. Überhaupt, hast du gesagt, die größte Schweizer Fischsammlung überhaupt? Ja, aber wenn ich es jetzt sage, muss ich sagen, sie lachen. Also ich schaue es schon weg. Im Jahr 2016 gelangte ein riesiges Projekt zum Abschluss, das Brochelac. Das war. Also weißt du, jetzt hörst du aber auf. Du kannst nicht. Okay, also. Du darfst nicht lachen. Nein, also. Ich finde es nicht so lustig. So, also. Nein, ich kann jetzt nicht, Simon. Also, Das Ganze kann ich jetzt sicher nicht so sagen. Also, komm, wir gehen zu der Wirbulose. Ja. Also, hey, die Abteilung Wirbulose hat ja etwas gemacht, oder? Nein. Das sind faule Hund. So, was machen wir jetzt? Ich mache eine Pause. Jetzt schaffen wir. Im 2016 gelangte auch ein Ries. Das ist zum Kotzen. Wie fangen wir an? Ich komme gleich wieder. Setzen wir jetzt hin und erzähl unserem Kollegen das, wie das ist mit dem Brochelac. Im Jahr 2016 ist auch ein großes Projekt bei uns abgeschlossen worden, das Brochelac. Das wurde von der ERWAG und von der Uni Bern in Angriff genommen und unser Museum. Das war gar nicht so schlecht, oder? Hast du schon mal sowas Deppertes erlebt? Wir haben auch den Abschluss eines wissenschaftlichen Projekts zu feiern, und zwar des Brochelac. Im Rahmen dieses Projekts kamen 11.000 Süßwasserfische aus der Schweiz in unsere Sammlung. Und das Ziel dieses Projekts war, die Fischfauna der Schweizer Seen vollständig zu erfassen. Dieses Projekt wurde von der Uni Bern in Angriff genommen, von der ERWAG und vom BAFU finanziert. Und unser Museum in Person von Dr. Lukas Rüber, dem Kurator für die Fischsammlung, hat dieses Projekt wissenschaftlich begleitet. Und das konnte zum Abschluss gebracht werden. Und wir haben jetzt eine Riesensammlung Schweizer Süßwasserfische von außerordentlichem wissenschaftlichen Wert bei uns. Yes. Yes. Yeah.